Die Kleiderausgabe des Vereins für Obdachlose im Innsbrucker Viaduktbogen 35 platzt aus allen Nähten. Weil einfach die Klientenzahl total gestiegen ist. Es können 19 Menschen am Tag Bekleidung holen. Und jetzt reicht einfach das Lager nicht mehr aus, da herinnen in den Räumlichkeiten. Die Kleiderausgabe hat klare Aufgaben und Ziele. Menschen Kleider zukommen zu lassen, die einfach nicht in der Lage sind, aus finanziellen Gründen sich welche zu kaufen. Wir sammeln Kleider, also Gebrauchte, arbeiten auch mit dem WAMS zusammen und kriegen von denen auch einen Teil und geben das dann da herinnen aus an Menschen, die einfach bedürftig sind. Auch ein Wartebereich in der Kleiderausgabe fehlt. Das heißt, die Menschen, die da kommen, vormittags um Kleider anstehen, die müssen auf der Straße da stehen, was jetzt natürlich ziemlich ein unwürdiger Betrieb ist. Aber wir haben herinnen einfach den Platz nicht, damit wir sie hereinbeten können und irgendwo sitzen lassen können. In Notfällen steht für bedürftige Menschen auch eine Dusche zur Verfügung. Prima wird aber Kleidung abgeholt. Von der Unterwäsche angefangen über Hemden, Pullover, T-Shirts, Sakkos teilweise für Vorstellungsgespräche, Schlafsäcke, wenn jemand obdachlos ist. Pro Jahr werden rund 17.000 Kleidungsstücke und 1.200 Paar Schuhe ausgegeben. Einige spezielle Kleidungsstücke werden derzeit ganz dringend gesucht. Es ist bei uns immer Mangelware, Herrenhosen, Herren-T-Shirts, Herrenjacken. Wie man sieht, das ist da gähnende Leere. Und das ist ganz, ganz dringend, weil die Herren eigentlich sehr wenig spenden. Die haben meistens ihre Sachen an, so lange bis sie kaputt sind. Die Damen spenden sehr viel Kleider, die gehen gern einkaufen und tun die alten Sachen dann lieber entsorgen wie die Herren. Also Herrensachen haben wir schon Mangelware. Auch an Rucksäcken und Schlafsäcken mangelt es. Warum Menschen in die Kleiderausgabestelle kommen, hat ganz unterschiedliche Gründe. Teilweise scheitern auch qualifizierte Fachkräfte an der österreichischen Bürokratie. Ich bin gelernter Architekt von Beruf und ich wurde im Februar dieses Jahres eingeladen nach Österreich und hat sich hier in Österreich festgestellt, dass meine Unterlagen müssen nostrifiziert werden durch das Behörden in Wien und es dauert schon seit Februar und ist immer noch keine Antwort. Adam Z. wartet dringend auf seine Papiere, die Kleiderausgabestelle dringend auf eine neue Adresse. Wir suchen Räumlichkeiten, wo wir die Kleiderausgabe inklusive Lager unterbringen können, 150 Quadratmeter aufwärts suchen wir. In Innsbruck halbwegs zentrale Lage, was natürlich schwierig ist, aber viele unserer Klientinnen sind nicht sehr mobil, sind auch auf Gehhilfen angewiesen oder sitzen zum Teil im Rollstuhl.